Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von City Skylines. Ja, sind wir wieder drinnen in unserem Spiel. Wir müssen mal hier noch ein paar Häuser abreißen, wie ich gerade wieder sehe, die da leer stehen. Und der. Da ist auch noch irgendwo eins. Oh Gott, hier sind ganz viele. Mehr am Abreißen wie sonst was, wa? Interessant ist, wie das Licht dann da schnellstens durchfällt, ne? Okay, hier geht's weiter. Blöd ist, dass man jetzt gerade nicht unbedingt sieht, warum, wieso und weshalb das so ist. Hier hat sich's eigentlich amortisiert. Die haben wohl genug Arbeiter gekriegt, dass das da läuft. Jo. Sieht ja auch toll hier aus, ne? Hier ist richtig miefig. Hier ist alles prima. So, fürs Erste, ne? Hier müssen auch ein paar Häuser weg. Das ist alles gut. Das weg, das weg und das weg. Ja, da und nein, daneben erwischt. Die freuen sich jetzt nicht mehr. Weil die kein Dach mehr über den Kopf haben. Die Bunker hier auch noch weg. Ach, wieder eins daneben, naja. Passiert schon mal, ne? Hier ist Industrie mit viel Dreck. Gut. Naja, da ist nur eins, aber jetzt ist erstmal egal. Was ich noch gucken wollte, war, wir haben hier so eine schöne Fläche dazu gekauft und ich meine, es wäre Erz oder Alkohol, Öl, was da als Bodenrohstoff da war. Vielleicht sollen wir da mal gerade reingucken. Öl war da, ne? Dann ist das hier das Erzgebiet. Hier gibt's Erz ohne Ende. Ja. Hier war auch Erz. Boah, da fallen gerade Häuser en masse an. Hier müssten wir noch weitere landwirtschaftliche Geschichten machen. Da hinten wäre auch noch ein bisschen Landwirtschaft. Geht natürlich direkt die Straße rein, ne? Ist auch genial. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir es da hinten dann machen. So, es kommen immer noch Leute zu, es kommt auch Geld noch rein. Also was wollen wir mehr, ne? Stromtechnisch sind wir gut bestückt. Ja, da läuft's. Überall läuft's, alles prima. Bildungstechnisch alle glücklich. Naja. Grundschule. Hier unten fehlt's, aber da sind auch gar keine Wohnhäuser. Die sind auch zufrieden. Ja, die wollen es auch nicht besser wissen. Oberschule ist da schlecht, wollen wir aber auch gar nicht, weil wir ungebildete Leute erstmal haben wollen. Und woanders ist das alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Und Uni ist da schlecht, aber ja, die müssen auch nicht in der Uni gehen, da in den Wohnblocks. Und hier ist alles so, wie ich mir es vorstelle. Gut, passt. Müll. Wir haben immer Müllprobleme irgendwie. Ja, das müsste ein bisschen mehr automatisiert werden. Müllverbrennungsstatus, ja. Und was macht denn unsere Müllverbrennungsanlage hier unten aus?
Ach, das ist eine Deponie. Die Müllverbrennungsanlage ist hier. Ist voll. Wir hatten noch eine zweite gebaut, ne? Hier hinten ist eine. Oh, die ist auch schon voll. Ne, dann haben wir wahrscheinlich noch eine dritte, oder? Sprechen wir jetzt nicht drüber. Das ist auch schon eine. Die habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und da ist auch noch eine. Auch schon ausgelastet bis zum Limit. Ja, dann. Was bedeutet das? Hier in neue Ruine hin. Tja. Hier wird sie sich auch gut machen, ne? Machen wir sie doch da mal hin. Gucken, wo die Auswirkungen sind, wenn sie denn läuft. Noch läuft sie nicht. Schöne Zahlen hier, ne? Stellt sich die Frage, warum sie inaktiv ist. Ja, wahrscheinlich, weil keine Liefer-LKWs da sind, die das dahin bringen, ne? Hier ist überall Müll. Und wegen dem Müll ziehen die hier auch schon weg, denke ich mal. Ja, das heißt, wir gucken wieder nach Müll. Normalbetrieb, 14%. 15%. 89%. 81%. Wurde leert sich, 9%, kommen, das kann auch wieder voll dann werden. Und leert sich kann auch wieder voll werden. Hier unten war auch noch was. 11%, dann holen wir auch wieder ab. Hier sind drei davon sogar. 9. Leert sich, das passt schon. Das auch. Hier diese war noch. 20% voll, ist aktiv. 89 leert sich. Und hier? 83 leert sich. Gut. 18 kann wieder benutzt werden, denke ich. 86, 17, 9. Ja, na, ich weiß gar nicht, ob ich hier oben schon geguckt habe, aber ich glaube ja. 90% voll leeren. Hier oben. 37 leert sich und hier 75. Machen wir leer. Prozent. 7% laufen. Hier unten sind auch noch welche, reichlich sogar. 16, 82, 33, 77 und 58. Das können wir alles so lassen. Okay. Wollen wir hoffen, dass wir den Müll jetzt in den Griff kriegen. Ja. Boah, hier hinten sind schon wieder ganz viele da. Das Ganze abreißen. Alle weg. So.
Hier sind auch noch zig. Alle weg. Da ist auch noch irgendwo eins. Ja, wollen wir hoffen, dass wir das mit dem Müll wieder in den Griff kriegen. Schade, das war verkehrt. Egal. Da ist nix. Da rechts ist der Mülleimer voll. Hier ist er auch voll. Die sind zu weit weg, oder wie sehe ich das? Oder zu lange voll. Wir müssten hier eine Straße reinmachen, denke ich mal. Naja. Da machen wir mal eine Straße rüber. Und zwar... so eine. Und dann gucken wir uns die Müllprobleme nochmal an. Das nicht vielleicht besser werden würde. Obwohl alles grün ist, ne? Ja, guck mal, da ist jetzt schon einer weggegangen. Ja, ist die Frage, kommt da der Müllkutscher vorbei oder? Ja, da kommen gerade Müllwagen vorbei, die liegen dann hier, ne? Deswegen klappt das gerade hier. Aber für diese hier ist wieder kein Müllwagen da, ne? Das Gebäude leert sich. Leert sich. Ja, ist noch was drin. Ja, da fährt gerade wieder ein Müllwagen durch die Gegend, aber das hat auch nicht geholfen. Aber da kommt der nächste schon. Okay, ah ja, da ist mehrfach angehalten worden. Nur hier hat es jetzt noch ein Problem, okay. Ja, da ist auch einer. Den wir da abreißen können. Ja, es ist mittlerweile viel zu tun, ne? Obwohl wir nichts machen. Nur das Micromanagement in Sachen Häuser abreißen, ne? Ja, verlassen. Da ist Müllproblem, da auch. Da sind auch noch Müllprobleme, genauso wie da. Dort, alles Müllprobleme. Ja. Hier fehlt irgendwo in der Nähe ein Friedhof. Tja, da müssen wir einen Friedhof irgendwie hinkriegen noch. Gesundheitswesen ist da. Und kriegen wir hier irgendwie einen hin? Ich glaube noch nicht, ne? Da sind welche, aber zu weit weg wahrscheinlich. Will er auch nicht dahin stellen, ne? Nö. Ja, da geht's auch nicht weiter, weil er überall Stau ist. Das ist das nächste, ne? Da hinten, da, komm, da können wir mal gucken, ob wir hier noch so ein Krematorium hinkriegen. Vielleicht hilft das dann ja für die Beerdigung. Gut, ja. Dann kommt der Verkehr. Und da sehen wir ganz viele rote Sachen, ne? Das ist ja richtig schlecht, ne?
Unser Verkehrssystem ist total am Flachliegen. Dahin fährt es noch, jetzt fährt es hier nicht mehr. Schon dicke, fette Straßen, aber es geht nicht voran. Kreisverkehr hat man mir mal gesagt, aber irgendwie habe ich nicht merken können, dass Kreisverkehre was bringen. Ja, der ist zu groß, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Wo können wir denn einen hinsetzen mal? Hier unten können wir welche hinsetzen. Da zum Beispiel, ne? Reinzoomen, rauszoomen hat jetzt auch nichts gebracht. Ja. Nee. Da kommen wir jetzt gerade nicht mit weiter, aber ich denke mal, für die Runde soll es auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.